Tobias Merz schläft. Wir sind dort. Hier nicht im Bild. Wer ja, filmt? Story of my life! Wir sind im Transsibirischen Express von St. Petersburg nach Moskau. Moskau schmeißt die Gläser an die Wand. Ja, für einen Express dauert das schon irgendwie ziemlich lang, oder? Ja, so wie mit DHL. Also auch Express dauert viel. Dauert halt länger. Also, wir stellen uns gegenseitig Fragen, ja? Ja. Okay. Bitte. Alter vor Schönheit. Wie schmeckt dir Baltika? Ich muss sagen, dass es... Interessiert das Leute? Ja, also Das ist ja hier russisches Bier. Ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass die Russischen auch gutes Bier haben. Was haben denn die Russen mit dem Baltikum zu tun? Weiß ich nicht. Also in Russland gibt es ja wirklich gutes Bier, aber dieses Bier schmeckt wie Pisse. Ja. Ich würde es vergleichen mit einer Mischung aus Paderborner und von Raben. Paderborner Pennerköder? Richtig. Da tut sich mir auch schon die erste Frage auf. Ja. Woher weißt du, wie Pisse schmeckt? Das interessiert die Leute wirklich. Kann ich dir erzählen. Es begab sich vor einer Zeit, als ich jung war. Mhm, ich höre dir zu. Frühe Spätromantik. Also ungefähr 1890. 1418 Bananenkrieg. Kurze Hose, Holzgewehr. Nein, es ist wirklich... Wir wollen ja ehrlich sein. Die Geschichte ist wahr. True Story. Ich hatte meine erste Wohnung auf St. Pauli. Es war die Zeit ungefähr zur zweiten Pleasures CD. Ich habe viel nachts gemischt im Studio. Und kam dann danach, dann glaube ich, irgendwie nochmal einen Drink zu mir genommen, bin dann ins Bett. Und mein damaliger Mitbewohner Stefan, seines Zeichens Sensei, der damalige Bassist und immer noch Bassist von den Pleasures. Herzliche Grüße an die Pleasures an dieser Stelle. Wir wohnten zusammen. Der hatte die Angewohnheit, stundenlang zu duschen um jede Tages- und Nachtzeit. Und wir kamen ja gerade aus dem Studio, waren morgens früh. Mhm. Und ich musste die ganze Zeit pissen. Mhm. Dann stand neben mir so eine leere Pennymarkt Malzbierflasche, diese Plastik. Ich habe schon gewisse Vorstellungen, ja. Aber erzähl weiter. Ja. Und dann habe ich gedacht, naja, mein kleiner Schwanz, der passt in diese Flasche rein. Habe ich da reingepinkelt. True story. Und habe die Flasche zugeschraubt und hingestellt. Ich war sehr übernächtigt, sehr müde. Ich hatte auch, glaube ich, so ein Feiermorgen-Bierchen getrunken. Ja, nicht viel. Und am nächsten Morgen, bin ich aufgewacht, musste so richtig doll was weiß ich, so trinken. Ich hatte so diesen Brand. Und da hatte ich so alles. Ein sogenanntes Pappmaul. Ja, genau, so ein Sofa im Mund. Und da dachte ich, so ein pelziges Gefühl. Falsch. Später dazu mehr. Pelzig war es gar nicht, weil als ich dann diese Flasche erblickte und dachte, ach, so ein Malzbier von Penny, das schmeckt sicherlich auch. Sie können sich denken, was passierte, auf jeden Fall weiß ich. Es war warm. Die Story ging, ich möchte sie kurz zu Ende führen, ungefähr so, ich nahm einen tiefen Schluck. Ich bemerkte bereits, dass es Pisse war, aber es ist ja so, die Information muss ja, also der Spuckreiz war quasi schneller als das Peilen. Verstehen Sie? Nein. Ja. Dass es Pisse ist, also schluckte ich runter, woraufhin ich ad hoc erbrach und Pisse gekotzt habe. Mehrfach. Auf die Auslegebahn. Au. Seitdem lag in diesem Zimmer ein Teppich. Okay. Gibt es eine ähnlich peinliche Geschichte, die du gern zum Besten geben möchtest, die man gerade noch so erzählen kann? Wenn was aus dem mal passiert? Ich meine, dir passieren ja nur peinliche Sachen. Das ist ja. Und das stimmt wirklich. Das ist echt doof, aber hey, come on. Wir sollten vorher klären, wie eklig darf es sein? Naja, seitdem jetzt Beyond Beautiful auf dem Index ist, können wir machen, was wir wollen. Die Story habe ich dir vorhin sogar auch schon erzählt. Ich hatte mal
die wunderbare Begegnung der dritten Art mit einer meiner festen Freundinnen. Der Satz ist schon echt witzig. Mhm. Ja, echt. Das war's auch schon. Meintest du ein Dreier oder was meinst du mit der Begegnung der dritten Art? Oh, ein guter Gedanke, aber nein. Ich meinte in der Tat eine traute Zweisamkeit in der heimischen Badewanne. Also ihr habt gebumst? Nein, wir haben gebadet. Ach so. Was machst du denn in der Badewanne? Außer wichsen und naja. Ja, ich packe mal diese Badekugeln. Bumskugeln. Wir wollen nicht über deine Mutter reden. Hallo Mama, wir reden nachher über dich. Aber nur Gutes. Ja, du vielleicht. Naja, und es begab sich also, dass man möglicherweise nicht ganz die Finger voneinander ließ. Warum geht man auch sonst als Pärchen zusammen baden, eigentlich nur, um irgendwie aneinander rumzuspielen? Redest du immer noch über meine Mutter? Ja, ja, klar. Eine meiner festen Freundinnen, habe ich doch gesagt. See what I did there? Wir nehmen das und machen das an die Pinnen. Und kümmern uns später. Anyway, nun gelüstete es offenbar diese Dame und auch, wie sich herausstellte, mich, gelüstete es ebenfalls, zu einer gewissen oralen Befriedigung beizutragen, um es mal ganz geschwollen auszudrücken. Geschwollen ist ein gutes Stichwort. Ihr habt eine geraucht, oder? Richtig. Und sie hat diese Zigarette, die sie dann geraucht hat, in der Badewanne, die Fleischzigarette. Sagen wir es mal im übertragenen Sinne, sie hat den Hals nicht ganz voll bekommen. Und nun ja, da setzte dann dieser ganz, also das ist ganz natürlich, Würgereiz ein. Und ich hatte. Das ist immer, wenn man doofe Witze machen muss, ne? Habe ich erwähnt, dass ich Chris Harms auf den Tod nicht ausstehen kann? Nein, aber jetzt, aber ich weiß. Dafür ist dieses Interview da, um solche Informationen zutage kommen zu lassen. Ja. Naja, und es befand sich von einer Sekunde auf den anderen auf jeden Fall ein Bröckchen Erbrochenes auf meinem Bauch, welches sich glücklicherweise mit dem Badewasser, welches wir anschließend sehr schnell den Abfluss runterlaufen ließen, abwaschen ließ. Und das war interessant. Wir haben herzlich drüber gelacht und haben gesagt, dass wir das nicht nochmal machen. Weißt du überhaupt noch, worum es geht? Ja, aber ich habe mir jetzt sehr viel Zeit gelassen. Aber es ist schön, dass es in beiden Fällen um eine gewisse Form von oraler Befriedigung geht. Und Malzbier ist ja auch nichts anderes. Also, ich sehe Malzbier jetzt nicht als orale Befriedigung, sondern als Frechheit an, aber das ist ja Geschmackssache. Du magst kein Malzbier? Nicht mehr, seitdem ich. Oh, die Story hätte ich natürlich auch erzählen können, um auf Malzbier zurückzukommen. Ich mag nicht mehr wirklich Malzbier, seitdem ich als kleiner Stöpsel von Malzbier 8 Jahren gefallen bist. Genau, deswegen bin ich auch unglaublich fett und kriege heutzutage kein Malzbier mehr, wenn der Druide in meinem Dorf das ausschenkt. Nee, ich habe mal als kleiner Junge von Malzbier gekotzt, jämmerlich gekotzt. Wir waren auf einer Familienfeier und es begab sich so, dass auf diesen Familienfeiern durchaus unter den Erwachsenen dem Bier und auch dem einen oder anderen Schnäpschen gefrönt wurde. Jetzt nicht im Alkohol, also nicht keine Alkoholiker oder sowas, aber es war halt so gutes Spießbürgertum, ne? Da wurde halt einer getrunken. So, nach dem Kuchen erstmal Verdauung, Schnaps, nach dem Abendbrot auch. Ja, die Kinder haben halt immer Malzbier gekriegt und ich habe als kleiner 8-jähriger Stöpsel, glaube ich, grob geschätzt 20 Malzbier getrunken und habe dann auf der Heimfahrt, musste mein Vater ganz kurz ranfahren und mich in den Mülleimer kotzen lassen. Du musst mir eine Frage stellen. Ich habe dir eine Frage nach was Peinlichem gestellt. Ach ja. Was könnte denn die Leute mal interessieren? Ich glaube gar nichts. Die Leute kennen ja eigentlich alles über dich. Du bist ja der die meisten Eye-to-Eye-Interviews mit irgendwelchen dahergelaufenen Musikern. Ja, aber das Musikern ist ja alles, ne? Gelogen. Jetzt endlich mal die Wahrheit. Jetzt die Wahrheit, okay. Also dann die Wahrheit. Wie alt bist du wirklich? Ich bin 36. Aber steht auch bei Wikipedia, also die Frage ist irgendwie doof. Wie dumm bist du wirklich? Sie als Betroffener, was halten Sie eigentlich?
Wussten Sie, dass Fettflecken länger frisch bleiben, wenn man sie regelmäßig mit Butter bestreicht? Mhm. Am besten täglich. Ja. Wussten Sie, dass Salzflecken prima mit Rotwein rausgehen? Das ist aber Quatsch. Ja, Tobias Merz steht immer noch abseits der Kamera. Er kann sich ein gewisses Lächeln trotzdem nicht verkneifen. Er kann sich so einiges nicht verkneifen. If you know what we mean. Wusstest du eigentlich, warum sie gestern im Hotel St. Petersburg die Polizei gerufen haben? Ja, es trug sich so zu, dass die Rezeptionistin, die äußerst wortkarge, dennoch nicht minder sympathische Rezeptionistin, naja, die wortkarge Rezeptionistin, wir belassen es dabei. Besser. Als rhetorische Figur bei Ivo. Ich reformuliere. betrug sich also so, dass... es trug sich so zu, das ist der richtige Satz. Sie auf dem Bildschirm diverser Überwachungskameras, die sich auf unserem Flur befanden, ob sie jetzt unseretwegen angebracht wurden, extra oder generell da so sind, das lasse ich mal im Raum stehen, meinte, dass wohl eine Prostituierte nackt ein über den... Ein kleines Mädchen mit langen Haaren. Genau, ein kleines Mädchen mit schlankem Körper und langen Haaren über den Flur gelaufen sei, über den Korridor. Bestellt. Von einem Zimmer ins andere, so als hätten wir sie rumgereicht. Wir mussten dann später klärend hinzufügen, damit wir nicht ins Gefängnis kommen, was man in Russland, also generell möchte man ja ungern ins Gefängnis, in Russland glaube ich noch weniger, als in Deutschland, besonders als Deutscher, dass diese vermeintliche Prostituierte unsere Bassistin Glass Grenade war. Oder auch Klaas Helmicke, und das ist auch gut so. Dennoch nicht minder nackt, wie schon bereits beschrieben. Naja, Klaas turnte halt von einem Zimmer zum anderen, um sich ein Shampoo zu holen, weil er es vergessen hatte. Naja. Und mit langen Haaren ist echt nicht zu spaßen. Ich weiß, wovon ich rede. Seitdem wissen wir, dass wir unsere Bassistin nicht mehr nackt über Flure schicken dürfen in Russland im Hotel, weil sonst... Es könnten Verwechslungen mit Prostituierten auftauchen. Ja, das Ding ist, die Prostituierten, die würden wir natürlich nie nackt über den Flur laufen lassen, sondern die auch mal schön angezogen aufs Zimmer. Richtig, und da bleiben sie dann auch. Natürlich. Ja. Was man halt... Ich meine, ihr kennt das. Ja, die kommen an und mit Salzsäure gehen sie. War das politisch unkorrekt? Nein. Das war aber auch einfach irgendwie so ein bisschen Bullshit, weil bei Breaking Bad lernt man ja, womit man Leichen komplett zersetzen kann. Stimmt. Und auch Badewannen, die sich dann irgendwann herausstellte. Ne? Wir lassen das mal so im Raum stehen. Habe ich dir jetzt eigentlich eine Frage gestellt oder du mir? Du mir. Ja. Ich bin gespannt wie Flitzekacke. Ja, apropos Flitzekacke, wie geht's deinem Reizdarm? Ah, es geht. Also es ist ja tatsächlich so, dass sich Nervosität bei mir nicht merklich ausdrückt, sondern durch einen sehr schnell aufkommenden... Indem du dich ausdrückst. Quasi, ja. Hier ist es wirklich ganz interessant. Ich merke nicht, wenn ich Lampenfieber habe, im Sinne von, ui, ich bin aber aufgeregt. Es bewegt sich. Ja, du merkst, es bewegt sich. Okay. Aber ich muss dann sehr schnell. Aber es geht gut. Also die Frage ist... Stellst du mir denn Fragen? Du musst mir doch... Ach. Ich habe dir auch gerade eine Frage gestellt. Ich wollte ja nur, dass du die Geschichte über die Prostituierte auf dem Flur erzählst. Ach so, soll ich dir jetzt quasi Fragen stellen, zu denen ich die Antwort kenne, wenn ich einfach nur... Hier ist ein kleiner Wurm, den kannst du mir aus der Nase ziehen. Nein, das ist... Guck mal, hier ist ein kleiner Wurm. So, jetzt fass den mal an. Einmal leer machen, bitte. Ui, ganz abgefahren. Hui, sollte also, man in Russland nicht sagen. Genau, Hui heißt der Prostituierte, oder? Richtig. Ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist. Vielleicht können uns unsere türkischen Fans darüber aufklären. Aber ich habe, ich glaube, mal in einer Sendung gesehen, vielleicht ist es auch nur komische Propaganda, aber dass man in einem türkischen Hammam in der Türkei als Besonder. Mann... Danke. Cenkui. Sie sprechen sehr gut Französisch. Grazie. dass man sich dort
wenn man sich, also Hammam ist ja dieses komische Badehaus, ne? Dann legst du dich dorthin, lässt sich so abschrubben irgendwie von irgendwie so dicken Männern. Das klingt schon wieder so falsch. Und dann gibt es ein türkisches Wort, das heißt leer machen. Und dann kannst du quasi auf Bestellung, also dich abmelken, würde ich jetzt sagen. Oh Mann. Ja, quasi, also... Ich verstehe das schon, danke. Genau. Keine weiteren Ausführungen nötig. Und es gilt nicht als Masturbation, auch nicht als homosexueller Geschlechtsverkehr mit der Hand. Es ist vollkommen legitim. So habe ich das aus dieser Sendung mitgenommen. Welche denn, Willi will's wissen? Auf dem WDR, oder? Also eher Willi, weil es war ja eine türkische Sendung, glaube ich. Willi will's wissen. Nee, aber es ist eine ganz ernste Frage. Vielleicht haben wir türkische Fans... Die wissen, ob es so abläuft im Hammam. Dass man, und ich, mich würde auch ganz ehrlich, also nur also ganz rein informativ, das türkische Wort interessieren, was der machen. Weißt du, was Döner bedeutet? Drehen oder sich drehen ist Fleisch? Irgendwie heißt es nur irgendwas mit Drehung. Es dreht sich, glaube ich. Oder sonst, ja, im Endeffekt ist es also man, so. Der Jugendliche von heute auf der Straße in St. Pauli sagt ja auch: Digga, hast Bock auf eine Runde Karussellfleisch im Brot? Karussellfleisch? Ja. Ja, ich habe mit der Berliner Jugend von heute nicht allzu viel Mut. Darum ist mir dieser Slang gerade nicht so. Ich rede von St. Pauli, ich weiß ja nicht, wo du wohnst, aber in St. Pauli und Berlin, hey, come on. Hast du nicht gerade was von Berlin gesagt? Nein. Bin ich blöd? Nein, aber... Das war eine Frage an dich. Ach so, ja. Das interessiert auch viele Leute. Ja, nein, du bist tatsächlich, du bist, muss ich sagen, einer der wenigen Menschen in meinem Leben, die mir begegnet sind, die ich nicht blöd fand. Ich bin einfach nur ignorant. Wie bitte? Ich bin einfach nur ignorant. Ja, ja, das auch. Bitte, aber führen Sie diese Bauchpinselung bitte weiter aus, das gefällt mir gerade sehr gut. Nee, eigentlich reicht's. Was ich gerne mal wissen würde von dir, ist, empfindest du es, du hast ja bekanntermaßen ein absolutes Gehör. Jawohl. Für die Unwissenden da draußen, ein absolutes Gehör heißt, der junge Mann kann relativ spontan, auch tagesformabhängig, aber eigentlich fast immer mit fast genauer Treffsicherheit sagen, wenn er einen Ton hört, was für ein Ton das ist. Nicht nach Frequenzen, also nicht nach Hertz, sondern nach... Nach so unserer westlichen Chromatik, Zwölftonchromatik. Genau, ein C, ein Cis, ein... Kannst du es auch nach welches kleines, eingestrichenes, großes... Mhm. Genau. Also sagen, was ist es für ein Ton? Also für euch Nicht-Musiker quasi, was ist es für eine Taste auf dem Klavier? Ich mache jetzt zum Beispiel... La. Na, haben wir das eingestrichene A. Eingestrichenes A, also den Kammerton. Ja, 440 Hertz. 440 Hertz. Den weiß ich sogar, aber das ist genau nur, weil ich es gelernt habe. Ist ja witzig, dass der gerade aus mir rauskommt, kannst du mal sehen. Ich habe nämlich ein relatives Gehör, aber du hast ein absolutes. So. Okay. Ist es für dich ein Segen oder ein Fluch? Sowohl als auch. Erklären Sie bitte, warum. Es ist ein Segen, in dem man ganz einfach... es erleichtert einem das Erlernen neuer Stücke, indem man sie zum Beispiel... ich will es wirklich wissen, sorry. Ja. Nee, ich will eigentlich eher wissen, warum es ein Fluch ist. Das ist mir, also... Um auf den Segen zurückzukommen. Es erleichtert... Genau, Ignomini. Lordi und... Genau. Ignomini, Lordi, Petrus. Und Gottminister. Ja. So. es ist in der Tat ein Segen. Wirklich, Entschuldigung. Du bist so ein Freak, ich breche auseinander. Es ist ein Segen, wollte ich sagen. Insofern, dass es einem das Erlernen von neuen Stücken sehr erleichtert, gerade wenn man sie schon mal irgendwo gehört hat. Wenn man dann noch die Noten vor Augen hat, verfeinert man im Endeffekt nur das, was man eigentlich nach Gehör schon so gut wie perfekt nachspielen kann. Sofern man dann auch die Fingerfertigkeit mit einer beherrscht. Fluch ist es einfach insofern, stell dir mal vor, du bist Musikschüler und nimmst an einer regelmäßig stattfindenden kleinen Konzertreihe teil, bei der viele Schüler unterschiedlicher Instrumentenklassen verschieden gut spielen, leider auch das, und eben Werke vortragen. Du bist da als Pianist mehr oder minder gut, hast mehr oder minder geübt, bist mehr oder minder aufgeregt oder wie auch immer. Du hast halt deine 12 Töne und klar kannst du dich verhauen und... Entschuldigung. Bitte. Was
ist so ekelhaft. Es sabbert. Hast halt deine 12 Töne, kannst dich ein bisschen verhauen, klingt halt einfach scheiße. Das Schlimme ist, wenn dann die Violinklasse drankommt. Und dann hast du diese kleinen 8-jährigen Kinder oder auch 12-jährige. Oder weiß der Henker was? Es sei ihnen vergeben, dass sie vielleicht einfach erst kurz damit angefangen haben. Kurz erst diesen Unterricht genießen, aber es ist einfach so dermaßen schief und kratzig, dass ich mir die Fußnägel nach oben kräuseln. Und da ist es einfach ein Fluch, dass du halt auch jede Ungereimtheit hörst und ihnen einfach nicht entweichen kannst. Wie ist das mit so einer indischen Skala zum Beispiel? Vierteltöne? Gewöhnungssache. Das ist in der Tat Gewöhnungssache. Wie ist das mit verschiedenen Kammertönen? Also wenn jetzt, sagen wir, dieses San Francisco Symphony Orchestra auf einen Kammerton von 453 Hertz oder was weiß ich. Finde ich nicht schlimm, weil ich bin ja nicht in mir geeicht auf 440 Hertz Kammerton. Ich finde es einfach, für mich ist es einfach nur wichtig, dass es in sich stimmt. Und wenn jetzt ein bestimmtes Orchester auf 453 oder auf 432 Barock spielt, ist mir das egal, solange es in sich stimmt. Ich finde es sogar, also ich bin da sehr sensibel, was das angeht, ob es jetzt 440 Hertz Kammerton A ist nach unserer heutigen Musik. Oder wenn du Barock in 432 oder so teilweise noch tiefer spielst. Es mag quasi die gleiche Tonart sein, mögen die gleichen Notennamen sein, aber es gibt mir so eine völlig andere Emotion. Obwohl es eigentlich nur 10, 20 Hertz tiefer ist. Vom Kammerton her und alles andere entsprechend eben. Ja, das ist so. Es gibt mir so komplett andere Gefühle. Ich mache das manchmal wirklich auch Spaß, wenn ich mich aus rekreationistischen Gründen, wie heißt das, also aus freizeitlichen Gründen ans Klavier setze, ohne jetzt irgendwas zu üben oder zu spielen oder aufzunehmen, einfach mal das an meinem Digitalpiano das Master-Tuning runterzudrehen auf, keine Ahnung, 430 oder 420 Hertz. Man kommt auf ganz andere Ideen, man spielt ganz anders. Ja, auch mit reinen Stimmungen zum Beispiel. Zum Beispiel, das vielleicht zu so freaky. Das wird gerade ein bisschen sehr freaky, aber das klingt dann auch schon wieder komisch. Man ist es da irgendwie noch nicht gewohnt. Aber im Endeffekt ist auch vieles Gewöhnungssache, klar. Ob die jetzt fernöstliche Skalen, das oder unsere westliche Zwölftonchromatik. Gewöhnungssache. Ich finde ja Aleatorik total spannend. Alea? Der Würfel. Der Würfel. Alea, der ist Aleatorik. Ach, ja. War aus der Zwölftonmusik in Zeiten des Expressionismus, also Arnold Schönberg etc. Ja. Quasi so eine der abstrusesten Formen der Kompositorik. Kompostierung. Kompostierung. Also vergleichbar dichterisch mit dem Zeitalter des Dadaismus zum Beispiel, wo man auch mit Absicht... Das ist Neue Deutsche Welle, ne? Da. In gewisser Art und Weise ist es tatsächlich die alte Deutsche Welle. Achso, ja. Wo man einfach Würfel genommen hat und verschiedenen Würfelkombinationen einfach bestimmte Töne zugeordnet hat und man hat dann einfach die Töne gewürfelt. Das wäre so, als ob wir das sagen... Das ist ja quasi Zwölftonmusik noch schrecklicher. Ja, weil es keine Logik mehr gibt und auch keinen emotionalen Zusammenhang. Es ist quasi der Versuch, es ist stumm und drangmäßig zu sagen, ist das noch Kunst oder kann das weg? Aber wer kann denn sagen, es ist keine Musik mehr? Ne? Also das ist halt eine schwierige Definitionssache. Also wo beginnt Kunst, wo ist es? Ich will gar nicht erst anfangen, Musik zu definieren. Nee, aber das kannst du auch nicht. Da tue ich mir sehr schwer. Wenn ich meiner Oma zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Full Metal Horror vorspiele, dann sagt sie auch, das ist keine Musik mehr, das ist Lärm. Wenn ich ihr Lost in Das habe ich auch von anderen Leuten gehört. Sie, oh, so nett. Ja, klar. Nee, aber das finde ich total abgefahren. Das ist so, als ob wir sagen, wir würfeln jetzt einfach mal ein paar Zahlen und wir haben jetzt diese 12 Bünde auf der Gitarre innerhalb der ersten, also von, sagen wir, von 0 bis 11, die erste Oktave. Ja. Und bauen jetzt einfach mal einen Riff. Wir haben jetzt 0, 3, 4, 6, 1, 9. Machen Google-Gegen. Spielen wir, ordnen das noch einen Rhythmus zu. Das können wir eigentlich wirklich mal machen. Ja, ich habe es teilweise wirklich mal gemacht. Das ist dann halt. Jetzt wird mir einiges klar. Was? Meine GEMA-Abrechnung wird klar, oder? Fick dich. Sorry. Touché. Punkt an dich. Damit wollte ich nur sagen, das klingt dann halt ganz schnell nach Bands wie Gojira oder so, wo teilweise auch so total abstrus sind, wo man denkt, da kann eigentlich kein Mensch drauf kommen. Es muss irgendwie gebaut sein, also konstruierte Musik. Krass, auch interessant. Was man mal machen könnte, ist den Würfelseiten nicht keine Töne oder keine Harmonien zuordnen, sondern Zählzeiten.
Das heißt, du hast ja im Viervierteltakt deine 1, 2, 3, 4 Viertel und dann kannst du. Keine Ahnung, es gibt ja diese mehrseitigen Würfel, die mehr als 6 Seiten haben. Einfach noch irgendwie die jeweiligen Triolen zwischen den jeweiligen Zählzeiten oder die 16 zwischen den Zählzeiten zuordnen und dann kannst du quasi du für einen Gitarrenriff dir den Rhythmus würfeln. Und dann nimmt es wirklich so Arten wie Gojira an. Schwere und leichte. Genau, oder sowas. Das kann man eigentlich echt in Extreme führen. Das nächste Lord of the Lost Album, sehr Avantgarde. Und ohne mich übrigens. Ohne mich, dafür auch ohne mich. Nur mit Tobias Mertens and Friends. Das heißt dann, wir machen ein extra Projekt, das heißt nicht ich und ich, sondern ich nicht und ich auch nicht. Ich nicht und er sowieso nicht. Das ist ja, was ja unsere werten Zuschauer noch nicht wussten, dass du Ende des Jahres ja auch Solo-Tour. Ja, ich bringe ein Solo-Album raus und gehe damit auf Tour. Mein Solo-Album heißt, oder mein Solo-Projekt heißt logischerweise Jared Dutch and Friends. Was, wenn man den Namen mal ableitet, bedeutet, dass ich alleine auf der Bühne stehe. Auch ohne Crew. Also und Tourmanager. Die Allzweckhure, die ich halt auch schon im Lord of the Lost-Kontext bin. Ich habe mich nicht weiterentwickelt. Und wer jetzt nicht aufmerksam zugehört hat, wird unter das Video posten, kommst du die Tourdaten nochmal genau. Also wann gehst du auf Tour und wer sind die Friends? Ich gehe am 34. Oktober um 25 Uhr. Genau. Da habe ich auch noch Zeit. Echt? Ja. Nee, da bin ich betrunken. Scheiße. Das ist der Drumstag, glaube ich, ne? Das ist ein Drumstag, ja. Ja, das ist doch ein wunderschöner Abschluss. Nee, finde ich überhaupt nicht. Weißt du, was ein wunderschöner Abschluss ist? Was? Pinkeln? Meine Hose ist noch offen und ich muss pinkeln. Ich lasse meine Hose jetzt offen und gehe pinkeln. Das war nett. Ich hoffe, wir haben euch ein paar Informationen. Möchtest du noch eine Frage stellen? Ich hoffe, wir haben euch ein paar Informationen. Ich möchte noch eine Frage stellen. Oh Gott. Hast du noch eine Frage? Ach, du Assi. Weiß nicht, habe ich? Antworten Sie eigentlich auf jede Frage mit einer Gegenfrage? Tue ich das? Ich möchte gerne mit einem Witz enden. Der geht wie folgt. Was passiert, wenn man einen Zeugen Jehovas mit einem Atheisten kreuzt? Jemand klopft sinnlos an deiner Tür. Genau. Wunderschön. Gute Nacht. Bleiben Sie uns gewogen. Oder auch nicht. Ja, ich gehe pissen. Das gesehen? Nein. Wusstest du, dass ein durchschnittlicher Mensch 25 Mal am Tag lügt? Das kann ich toppen. Ich weiß. Stopp doch mal die Aufnahme. Ich sing Tobias Mertens noch. Ja, stopp doch mal die Aufnahme. Vielleicht auch unter Namen wie Gerrit Heinemann, wie es jetzt ja bei Facebook zu sehen ist. Kannst du mir so eine Decke von da oben runterziehen? Tobias Mertens stört meine Ansage. Bitte, Gerrit. Tobias Mertens möchte eine Decke. Bitte, Gerrit. Ich wollte gerade ein Geständnis ablegen. Ich bin Gerrit Dörtsch und ich mag Bier. Jetzt wisst ihr es. Es tut mir leid. Kannst du mir bitte so eine Decke geben, Gerrit? Nein. Warte. Jetzt kommt Chris Harms. Jetzt. Ich finde, das war ein sehr schönes alte Auto. Kannst du mir eine Decke geben? Nein. Also, nächste Frage.